Mit den Worten, so, jetzt nochmal Scheiße, verabschiedete sich Ines Björk-David gestern Abend in die Nacht. Grund für ihre Wut ist, dass die Sendung Dog Meets Dorf auf RTL abgesetzt wurde. Ein kleines Trostpflaster für die dänische Schauspielerin ist aber, dass sie vollste Unterstützung von ihren treuen 5700 Fans auf Facebook hat. Ein Blick von Heidi Klum in den Spiegel, der alles sagt. Sie ist ready. Die Kollektion von Heidi für New Balance passt ihrem Traumbody natürlich ausgezeichnet. Charlotte Würdig hat nach der Geburt im August schon wieder einen Hammerbody und gibt ihren Facebook-Fans einen Einblick, womit sie ihn in ihrer Sendung Mein Loft dieses Mal schmückt. Jacke, Vero Moda, Hose, H&M, Schuhe, Nike. Mit den Worten, der frühe Vogel fängt den Wurm, zeigt Anne Menden ihren 104.000 Fans auf Facebook ihren zweifelsohne wunderschön selbstgebastelten Adventskranz. Ganz nach dem Motto, was man hat, hat man. Na dann schon mal, frohe Weihnachten. Nachdem Sarah Kuttner ihren Hund gestern so schön für die Hundetrainerin in Schale geschmissen hat, nannte die ihren Vierbeiner in Fliege nur Stinkstiefel. Sarah ist trotzdem stolz, wie sie auf Twitter verkündete. Was sonst noch geschah? Auch stolz ist Kaninchenmama Indira Weiß auf Pommes, wie sie ihr Häschen liebevoll nennt. Jennifer Weiß ließ sich mal wieder neue Tattoos stechen. Es war nicht immer schlecht, steht jetzt auf ihrem Körper. Na dann. Kim Gloss stellt gestern Abend mit ihrem Post klar, dass ihr das Gerede der Leute nichts ausmacht. Aber man muss ihnen ja keinen Anlass mehr zum Reden geben. Und damit bis zum nächsten Update.